keine Ahnung. Okay, dieser Typ meint hier absteigen zu müssen. Und mich. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Jetzt ist er tot. Ich habe einen Stern. Ich krieg wieder keine Feuerwehr. Wie ist denn das eigentlich vom Internet her? Hast du da quasi ein Downgrade oder ein Upgrade? Oder ist es gleich geblieben? Man kann mein Internet aus Würzburg nicht downgraden. Das geht nicht. Das ist ein Upgrade. 32. Oh. Jetzt hätte doch wenigstens 720p streamen können dann. Nein. Nein? Warum? Das Internet ist zwar besser, aber es ist instabiler. Und durch WLAN. Weil ich... Ja, genau. Weil der Router ist ein Stockwerk unter mir und ich muss über einen WLAN-Repeater... Also richtig geil. Ich hasse WLAN-Repeater, ey. Meiner ist dauernd abgeschmiert. Zum Glück habe ich mittlerweile ein LAN-Kabel. 10 Meter lange. Ja, wenn ich ein Loch durch die Decke fast bohren so lang wie okay, ich könnte, hätte ich es auch gemacht. Leider geht das nicht. Krieg ich... Alter! Ich will dieses Motorrad haben. Einfach aus Protest nur. Na, vor allem... An dieser Stelle ist es nur Protest. Mein Handy spackt ja auch dauernd rum mit dem WLAN. Dauernd geht das wieder raus. Da steht aber ein Netzwerkfehler. Dann denke ich mir, fick dich. Also so extrem ist es bei mir nicht, aber ab und zu ist, setzt es halt mal kurz aus. Wie passiert der Kopf? Was bitte? Das schon wieder. Bei dir vielleicht? Nee, ist zu spät. Ich bin immer... Jetzt lass mich doch mal Konter. Mach's mir nicht kaputt. Das muss ich doch noch machen. Ah, stimmt auch wieder. Pass auf, epischer Wheelie. Nee, warte. Wie mache ich das? An sich habe ich da echt Bock drauf. Ja. Wie mache ich... Ich konnte doch irgendwie auf zwei Rädern fahren hier. Auf dem Motorrad. Auf, ja, du fährst normalerweise auf dem Motorrad auf zwei Rädern. Ach, auf einem Rad natürlich. Sie hat schon wieder den Kopf ausgesetzt. Ganz schlimm heute. Ja. Ist nicht eigentlich musst du einfach nur den Stick zurückziehen, oder? Ja, aber dann... Ah, okay, es geht nur auf geraden Strecken, nicht wenn es so, wenn es ein bisschen Steigung hat. Ja. Ja, ist ja gut, Mama. Beziehungsweise, ich glaube, bergab geht es auch. Aber ich glaube, du fliegst dann leicht auf die Fresse. Aber ich bin nur bergauf gekommen. Ach, die gerne Mucke wieder. Yeah. Finde ich gut. Vor allem, das klingt so nach typischer Club-Mucke. Irgendwie schon, ja. Aber es ist eigentlich auch gut fürs Radio. Also die meisten Musikvorschläge kamen vom gleichen. Mhm. Der hat es halt einfach drauf schauen. Vor allem, cool finde ich auch den einen Soundtrack, der so ein bisschen 80s-mäßig klingt. Boah, da gibt's einige. Vielleicht hören wir ihn heute noch. Ich hoffe, wir kriegen die ganze Liste durch, weil ich habe einiges im neuen Zeug dabei. Ah, nice. Hallo, hallo. So, Katzine. Hallo, hallo. Wer seid ihr überhaupt? Ich habe euch noch nie gesehen. The hell are you doing here? It's over, Michael. You're doing good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger. Ach, das ist dieser Autotyp, ne? Fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit. Ich kann mir diese ganzen Namen gar nicht merken. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die FAB-Typen heißen. Ich weiß nicht einen Namen von denen. Dave und noch irgendeiner. Das ist besser als das, was ich weiß. So if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. In this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! They don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Treffen endlich mal zwei Nebenmissionen aufeinander. People used to like films, now they like what? Michael, die ficken uns! Das fällt ihnen genau dann ein, wenn sie schon im Bett sind. Das ist komisch. Deren Gehirn setzen wir auch aus. Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie?
She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet, analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? Das finde ich jetzt aber fies. Nimm ihm einfach den Film weg. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Es war so klar, dass es jetzt kommt. Jetzt wird ausgerastet. Na dann, kannst du bitte nicht in dieses Auto einsteigen? Danke. Von einem Yogi gefickt. Yogi Bär oder was? Yogi Löw oder was? Bevor, da muss er aber sich dann dafür erstmal an den Eiern riechen. Sonst geht nichts. Muss offen für alles sein. Ne? Richtig. Ist das? Warte. Ja, ja, okay. Meistens weiß man schon, wenn es Missionsmusik sein muss, ich muss da immer erst drauf klacken. Ja, die klingt ja so ein bisschen Action. Ich hab so eine GEMA-Paranoia. Ich wach teilweise nachts um 5 aus und denk mir, warum ist die GEMA vor der Tür? Krieg ich mein Herzklopfen. Ach, du hast doch schon eine Idee. Ach, der Dave ist im Chat, oder was? Nee, der Dave findet doch gar nicht. Ja, was auch immer. Ich dachte, der Dave ist irgendwo gerade da. Ach, der noch nicht. Der einzig wahre Dave Dorn Unterstrich. Nee, hier auf Hitbox heißt der nur Dave Dorn TV. Ah, schön. Eieiei. Aber ich glaube, er hat Leute, ihr müsst alle mal einheitlichen Namen gefallen haben, dann komme ich nicht mehr klar. Komme ich nicht mehr klar. Sagt der auf Twitter total anders heißt. Legende. Nicht bekannt 1. Follow dem Account auf Twitter. Jetzt. Tut das. Tut's nicht, mir doch scheißegal. Ich finde den Account gut. Besser als dieser komische Tokaloni Uploads, der immer komische Sachen spammt. So Upload. Ganz komisch sowas, weil weiß nicht, was es so. Sehr behindert. Ja. Ich glaube, der kann nicht selber denken. Der klaut immer nur von irgendwelchen Kanälen. Ja, genau. Die Helikamera von Weasel News. Okay. In dem gehört damit bestimmt sehe ich zwar nicht mehr, wo ich hinfahre, aber Google, nee, Gronkh Info. Das ist genauso unkreativ. Ah, stimmt. Eine Eilmelkung. Ach so, stimmt, man kann ja verschiedene Kameraperspektiven machen, ne? Ja, aber der sichert nicht, wohin ich fahre. Ja, das stimmt. Und kann. Ich kann dich überhaupt nicht kontrollieren. Und explodiert, jawohl. Kann ich nicht absteigen und einen Raketenwerfer? Aber dann geht der Film kaputt. Geht auch nicht. Jawohl! Slow-Mo, episch. Hast du denn eigentlich mal in der Ego-Perspektive gespielt? Ich habe es erfolgreich vermieden bisher. Ich kann mir auch denken, warum. Spielt auch der 5 in der Ego-Perspektive? Was bitte? Also auf dem PC ist das relativ nice. Auf dem PC? Echt? Ja. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also zumindest, wenn man halt am Schießen ist. Aber sonst zum Fahren und so ist das echt kacke. Aber so zum Zielen, wenn man irgendwie nur so eine Schießmission hat oder sowas, dann ist Ego-Perspektive schon gut. Naja, okay. Sehe ich eins. Eieiei. Ich habe das Gefühl, es wird nichts passieren, wenn ich diesen Wagen abknalle. Ah. Aber ich mach's trotzdem aus Spaß einfach. Geile Zeitlupe. Ich weiß nicht wieso, aber die Szene erinnert mich ein bisschen an South Park. Wo die da mit ihren 3 Rädern auf dem Highway fahren und dann die Polizei hinterher fährt. ja, stimmt. Und dann so, scheiße, ich kann's nicht halten. Überschlagen sich und explodieren so Cobra 11 mäßig. Ja. Ah, genau, das war gut. Warum habe ich eigentlich 2 Sterne? Ich werd von dem Bullen überhaupt nicht gejagt. Du hast sogar 3 Sterne. Echt? Ja. Also, ich habe nur 2 gesehen. Das steht bei mir zumindest. Ich habe nicht genau hingeschaut können. Ah ja, jetzt ist, stimmt, es sind 3. Außerdem, ich will sie überhaupt nicht töten, Lady. Das war eine Lüge. Oh. Auto-Aim, enttäusch mich nicht! Doch, eigentlich willst du sie doch gar nicht töten. Du willst nur den Film haben. Ja, aber sie töten ist ein netter so Bonus, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, das war. Sorry. What? Schon ein bisschen lustig. Ja, irgendwie schon.
Ich fand's aber auch herrlich, wie du dich bei der Szene mit Trevor kaputt gelacht hast. Wo die, ja, es war einfach lustig. Wo er so aus dem Haus rauskam, total voll Blut verschmiert. Und man hörte einfach, du konntest dir schon denken, was passiert ist. Das ist echt so. Er hat sie totgefickt. Ah ja, stimmt. Beide sogar. Ja, gleichzeitig. Ein bisschen Bi schadet nie, würde ich sagen. Kann ich mir, komme ich zum Auto hin, ohne rasiert zu werden? Das wäre ganz, ganz toll. Ja, doch. Deswegen, also mit einer Intimrasur kommst du davon. Was? Hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. Doch, hat er leider. Ich würde lieber mit dem Auto davon kommen, das wäre viel besser. Aber ich werde sterben. Ich bin nur ein Augenzeuge mit einer AK. Natürlich. Ich habe gar nichts getan. Ich die Waffe wegpackt, ja. Und fuck! Ich war so nah dran! So nah dran! Vor allen Dingen... Ah, Spoiler. Oh, also vielleicht werde ich doch nicht sterben. Vor allem bei Michael, dieser aggressive Sound, wenn man in der Slow-Mo ist, ey. Meinst du echt den bei Michael, nicht bei Trevor? Ja. Ja, stimmt, ja, der bei Michael auch. Ja. Weil der ja. Klingt halt so, als würde. Als würden 1000 Motorräder an dir vorbei rasen. Ja. Ist schon so ein leicht aggressiver Sound. So, kann ich. So wie du in jedem Speedrun-Stream. Ja. Was? Niemals. Freunde, kann ich bitte dieses Auto nehmen, ohne rasiert zu werden? Das wäre ganz toll. Wie kam es eigentlich, dass du vor kurzem auf Hitboxen Speedrun gestreamt hast? Ah, hast du gesehen? Ja. Das mache ich immer, wenn... wenn ich halt mit einem telefoniere, also mit, auf Discord mit einem bin. Ach so. Aber nicht streamen will, dass er halt zugucken kann. Ah. Wegen also dem kurzen Delay, wie du jetzt hier. Das ist ziemlich... Nee, einfach, dass nicht alle im Chat sind. Nicht alle 1500 Leute? Ja, will ich nicht. Ist ja unglaublich. Wie kann ich den Zaun nicht kaputt fahren? Ja, von wegen. Ich glaube, da hast du Prince of Persia gespielt, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, ja, stimmt. Es war Worry Within. Ah, das ist warum, also ich kann keinen Zaun kaputt fahren. Was dachtest du, was WWE heißt? Ja, keine Ahnung. Ich hab's halt nur in der ja, Upload-Liste gesehen auf YouTube und dann WWE, hä, was? World Record oder was? Ach, du hast den abonniert? Den Speedrun-Kanal? Ja, natürlich. Das ist... Ich hatte gerade noch halbes Leben, ich hab's gesehen. Aber Alter, ich spiele auf schwer oder was? Gibt's überhaupt nicht? Ja, aber das könnte man auch mal nehmen irgendwie. Spiel. Wenn man halt eine richtig schlechte Zeit hat in einem Speedrun, dann ist halt einfach ein World Whack Record. Ja, das ist gut. Du bist dann halt Worldwide Whack. Trifft ziemlich gut. Liebe Polizisten, Freunde, das ist ja alles ganz lustig, ne? Die Polizei, will ich gerne mal dein Freund und Helfer. Und ein Schwanzlutscher vielleicht. Ich will jetzt gerne diese Mission beenden. Ja, ich bin nur Augenzeuge. Mit einer... Ach nee, es hat er schon. Alter, ich werde schon wieder abrasiert. Das gibt's überhaupt nicht. Apropos, der Loni wird ja noch gezwungen, bei einem Podcast mitzumachen im Oktober. Was bitte? Über Speedruns. Habe ich noch nie was gehört von. Dieses ganz komische Format nennt sich Fragkissen Radio. Ja, hab ich schon mal von gehört. Ja. Glaube ich. Der kann durch den Zaun fahren, aber ich nicht. Ja. Kann ich. Alter, ich... Fick dein Leben. Oh, was? Ich glaube, deren Wagen sind mehr gepanzert, ne? Das Spiel hat, glaube ich, einfach keine Lust mehr. Oder so, das merkt man ganz deutlich. Ganz deutlich merkt man es. Warum habe ich übrigens keine Raketenwerfermunition mehr? Traurig. Ach so, Gatling Gun hast du auch nicht mehr, ne? Die Minigun, ne? Ich glaube, die hatte nur Trevor. Ich kann gleich mal nachgucken. Ich dachte, die hatten bei der einen Mission alle drei. Hatten die? Warte. Nee, habe ich nicht mehr. Schade. Kann ich jetzt bitte hier raus? Bitte. Bitte. Bei allen höheren Mächten und dem Spaghetti-Monster, aber lasst mich hier raus. So, hier. Da.
Übrigens als kleiner Funfact am Rande, ich habe mir heute ist übrigens der 20. September 2016, eine schöne neue Blu-ray gekauft, die frisch rauskam, nämlich Ratchet & Clank. Der Film, den ich ganz alleine in einem Kinosaal geschaut habe. Wann nach Release? Also wie lange, wie wann danach? Oder am Release-Tag? Also am Release-Tag ist traurig, weil der einzige im Kino ist. Der ist relativ frisch an, also ich glaube in der zweiten Woche, wo der lief. Ah, okay. Und zwar in Sommerferien. Ja, zweite Woche ist okay. Ist irgendwie am dritten Tag oder so, da würde ich mir Gedanken machen. Aber ich war neulich auch mit meinem Vater in Chick, ist ein deutscher Film. Ja. Waren wir auch die einzigen beiden. Da muss ich mich auch mal gönnen einfach. Aber sowieso, dieses Jahr ist für mich also verhältnismäßig ein ziemliches Kinojahr, wenn ich mir überlege. Ich habe Deadpool geschaut, ich habe Ratchet & Clank geschaut, dann noch Ice Age 5 und Pets. Und wahrscheinlich schaue ich mir noch Finde Dory und Sausage Party an. Ja. Ich finde, Dory würde ich wahrscheinlich auch gucken. Kommst du einfach rum, ne? Was ich noch geschaut habe. Ja, was ich noch geschaut habe, war Jason Bourne. Ach ja, stimmt ja. Ich glaube, da hast du sogar schon mal erzählt in einem Stream, ne? Ja. War ziemlich cool. Es wäre noch cooler, wenn du jetzt. Na, komm schon. Sterb doch. Wer es übrigens nicht gesehen hat, das andere Polizeiauto hatte kein Gummi auf den Reifen mehr. Deswegen musste ich leider wechseln. Ups. Ganz blöd gelaufen. Er hat Polizei. Was? Meine Beiträge? Was ist das denn? Übersetzungen und Untertitel. Ist das neu in den YouTube-Einstellungen oder bin ich behindert? Warum nicht beides? Nein, natürlich nicht. Keine Ahnung. Wäre es nicht lustig, wenn ich jetzt sterben würde? Och, Michael. Nein. Ich meine, ist ja. Ist ja okay, dass man dieses Gehirn irgendwann amputiert hat, aber hättest du dir nicht aufbewahren können für solche Situationen? Wäre ganz nett gewesen. Alter, wie ewig schon Let's Play-Videos her sind, so gefühlt über einen Monat. Krass. So, ich warte jetzt einfach hier, das hat funktioniert ja immer richtig gut in GTA 5. Einfach irgendwo zu warten. Oh ja. Dass man nicht entdeckt wird. Richtig gut. Ah, schade. Ich dachte wirklich, das würde funktionieren. Weil an sich hätte ich eigentlich auch voll Bock, GTA 5 richtig zu spielen, aber mein PC denkt sich halt so. Nee. Hätte ich ja lieber springen können. Ach, ich bin ein Idiot. Autsch. Ah, Mann. Voll in den Rücken. Pass auf, das mache ich einfach. Weil das ist. Dass sie mich so absnipen, das ist einfach nur unfair. Da bin ich jetzt gespannt. Zack! Wiedersehen. Ich hoffe mal, ich kann überspringen. Das kann man meistens. Ach so. Ja. Bringst dich einfach um und dann. Mission überspringen, ja. Das wartest du dich doch nicht ein. absoluter Schwachsinn, Junge. So, oh, ich hab's geschafft. Was für eine Legende ich bin. Aber ich finde. Könnt ihr übrigens, Leute, ihr könnt wieder 5 Daumen runtergeben. Ist mir scheißegal. Also, ganz ehrlich, in diesem Video. Das fand ich bei ein paar Parts so unnötig. Ich meine, bei dem, wo ich die Mission. Wo dieser Sniper-Müll, wo ich nicht ranzoomen konnte mit meinem Scharfschützengewehr. Ja, fein. Die Mission übersprungen habe. Da sehe ich ein, dass man da einen Daumen runtergeben kann. Weil das finde ich mal irgendwie blöd. Na, das sehe ich. Aber in einem Part, wo ich Schokolade mit Erdnüssen esse, das finde ich fragwürdig. Also ich fand es relativ lustig. Ich fand's lustig, wie sie daran gelaufen ist. Ja, ich fänd's lustiger, wenn ich ein Taxi stehen bleiben würde für mich. Ich würde gerne ein Replay in Zeitlupe davon sehen. Von was? Wie sie eingesogen wurde. Und zwar sehen wir das jetzt. Nein, ich werde nichts einblenden. Kannst du machen. Sagte er und hat's doch getan. Und zwar jetzt.
Nein, ich werde es nicht einblenden, Mann. Geil, wie das Taxi einfach ausweicht. Das ist schon das siebte Taxi, was jetzt ausweicht. Können mich alle mal. Wahrscheinlich brauche ich überhaupt kein Taxi jetzt, weil ich nirgends hinfahren kann. Vielleicht haben alle Taxis auch einfach ein Bild von dir da hängen und sehen, oh scheiße, den Dissenter, den lassen wir nicht rein. Erstmal ausweichen, ja. Oder du fährst das Taxi selber. Ach nee, den geht der Sinn verloren. Wäre ja, halt, ich brauch noch das wäre schade. Halt, halt, halt. Ich könnte aus Spaß jetzt, nein, mache ich natürlich nicht. Ich will natürlich niemanden abschießen. Wir können ins Internet gehen, einfach so. Ja. Kannst ja mal dein Konto prüfen oder so. Mache ich, nachdem ich die Feuerwehrwagen geklaut habe. ich meine, nachdem ich, hier ist Notruf. Hier brennt. Oh, oh, oh. And it burns, burns, burns. Rings of Fire, oder? Ich weiß nicht, ob es an der Auflösung liegt, aber irgendwie ja. Sieht die Nummer bei 911 so ein bisschen aus wie von irgendeiner Porno-Hotline aus der Werbung oder so. Was? Rufen Sie jetzt die 911. Nee, das liegt nicht an der Auflösung. Das sieht echt so aus. Wählen Sie jetzt die 911. Wahrscheinlich ist es in den USA wirklich so. Steht ihr mit dem Gewehr rum, das ist denen allen scheißegal. Die laufen einfach dran vorbei, wünschen noch einen schönen Tag, ne? Natürlich, die dachten vielleicht, ey, ist ein Undercover-Typ, der ist cool. Der knallt mich nur ab, wenn ich wirklich was verbrochen habe. Hier, genau. Also, wenn ich Steuern hinterzogen habe, sonst nicht. Genau das. Sag, dass mir einen ganzen Raketenwerfer aufhören. Du hast Kinder missbraucht? Okay, ist in Ordnung. Du hast Steuern hinterzogen, wie viel? 2,50, Alter, ich töte dich! Hab ich den erwischt? Der ist doch nie im Leben tot. Ui. Der ist... Oh, okay, okay. Nee, ich weiß gar nicht. Hast du das Merkmal eigentlich erkannt, woran man sieht, dass jemand gestorben ist, den du angeschossen hast? Nee. Also, du erkennst es bei einer Sniper daran, dass sich diese beiden Halbkreise rot färben oder beim normalen Schießen daran, dass da halt so ein Hitmarker quasi ist. Okay. Ich meine, ich habe schon bemerkt, dass es immer rot wird, aber ich habe nie den Zusammenhang gesehen. Aber es macht Sinn, ja. Ja, der Bildschirm wird auch noch blinkt auch kurz rot auf. Ja, okay, gut. Ja, liebes Spiel, ich finde einen Weg, einen Feuerwehrwagen zu organisieren. Aber da könnte man auch denken, dass das dann einfach nur Schaden ist, den man einnimmt. Ja. Genau. Schauen, wie viel haben sie die abgezogen? $6,000. Ja, 5.000 steht da. 5.000? Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Irgendwas vierstelliges. Am Kontostand von 1,1 Millionen. Mir ist scheißegal. Das sind Peanuts. Also mit Eichel. Schokolade und nee, Milch. Was? Was? Das sind Pissnüsse. Mhm. Pisswater? Nee, Pisswasser. Ja, stimmt, ja. Aber von den Republican Space Rangers hätte ich auch gerne was gesehen. Aber du kannst hier nichts gucken und es hochladen gleichzeitig. Ja. Schade. Ich wäre gerne mal einfach so ins Kino, ne? Oder zu Hause Fernsehen schauen, kannst du alles vergessen. Jetzt möchte ich weiß nicht, kennst du The Darkness? Das Spiel? Nein, glaub nicht. Da hat man quasi so zwei Schlangenarme und kann damit alles Mögliche umhauen und so. Und da gibt's die Möglichkeit, dass man einen ganzen Film schauen kann. War das Spiel das, was du beim Cut Content neu geschnitten hast im Stream? Nee, war das war Survivors. Ah, okay. Das war so nee, dann, ein komischer okay. Slender-Klon-Kack. Ja, okay. Geil, Bildschwein. Da hängt noch ein Feuerwehrmann hinten dran. Ja, passiert, ne? Ein bisschen Verlust ist doch immer. Ja, stimmt. Ich hab irgendwas, das kann ich mir erzählen. Ich hab neulich, also auf der Replay-Liste war ja neben Sonic Heroes auf Platz 3 GTA San Andreas, das Replay. Mhm. Und das wollte ich gestern aufnehmen. Habe angefangen. Und das Spiel ist gecrashed, als ich meine eigene Musik anmachen wollte. Das User-Radio in San Andreas. Na, das ist bitter. Und ich habe nach einer Stunde keine Lösung gefunden dafür. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Total schade. Ich hätte es echt gerne wieder gespielt. Die ersten 30 Minuten haben total Bock gemacht. Na, du hast Windows 7, ne? Ja. Okay, denn weil sonst wäre es Windows 10 gewesen, hätte ich gedacht, wäre es vielleicht an Kompatibilität, aber eigentlich Windows 7 müsste ja funktionieren. Ja. Ich meine, das Spiel an sich geht auch, nur bei der Musik ist es
Ja. Weiß nicht. Geht's denn also bei Vice City? Du musst Dave immer noch einen Speedrun zu machen. Ja, stimmt. was wollte ich sagen? GTA San Andreas. Die, ja. Audiodateien. Radio, User-Radio. Ja, es kommt langsam wieder. Wollte es aufnehmen? Ja. Mehr kann ich auch nicht mehr. Ja, mehr, da war eine Rampe. Ja, ich wollte die schon nehmen, aber ich will diesen Feuerwehrwagen jetzt nicht schrotten. Zu viel Angst. Hättest du einen geilen Salto machen können. Ah, stimmt auch. Und dann alles nochmal machen. Richtig Bock drauf. Aber ich finde immer. Achso, was ich sagen wollte, das erste Let's Play auf meinem Laptop, der hatte Windows Vista, da ging. Ah. Also es liegt entweder wirklich an Windows 7, was komisch wäre, oder daran, dass mit den Musikdateien irgendwas nicht stimmt, was auch komisch wäre. Aber. Ne? Ich nehme an, dass das einfach nur ein Ordner ist, wo du die Sachen reinpackst, oder? Ja, das sind ja Dokumente, der ist vorgefertigt und da tut man die Verknüpfungen rein zur Musik. Ja. Oder kann das vielleicht sein, dass man. Weil also viele Spiele haben ja irgendwie die Angewohnheit, dass sie irgendwie andere Sounddateien quasi verwenden. Also statt MP3, OOG oder sowas ähnliches. Ja, MP3 funktioniert. Hat damals auch super funktioniert. Ah. Also, ich weiß nicht. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann auf Steam und da geht's, oder es geht nicht. Oder ich höre einfach normales Radio. Vor allem, ich habe ja tatsächlich einmal in einen Part reingeguckt, wo du die wegen GEMA-Gedöns hochgeladen hast. Ja. Ich habe mich schon ein bisschen erschreckt, wie gut die Qualität ist, ey. Besser als heutzutage, Mensch. Ich meine, das erste Projekt von fast jedem will man im Nachhinein nichts mehr von wissen. Da kannst du ja ein Lied von singen, habe ich gehört. Ne? Da kann ich sogar was von rappen, Alter. Also. Das ist ja interessant. Deswegen wird es eigentlich auch mal Zeit für den Lied. Naja, ich fixe es irgendwann und währenddessen haben wir auch diese Fahrt erfolgreich überbrückt. Aber ich glaube, ich mache da echt mal so eine Art Cover zu als Roast Yourself Challenge. Ich finde, das hätte was. Ja, mach doch. Hätte ich Bock drauf. Mal schauen, wie denn meine Mische wirkt. Weil den Beat, den habe ich ja immer noch, den hast du mir ja mal geschickt. Ja. Machst du das eigentlich dann selber oder hast du jemanden, der es für dich macht? Das mach ich dann selber. Weil ansonsten hätte ich das auch für dich übernommen, wenn du willst. Da kann man einfach mal im Let's Play klären, so, ne? Ja, finde ich gut. Okay, du stehst vor Lesters Haus und der ruft dich an. Ja. Und ich komme nicht mal rein.